Günstige Diablo 2 Resurrected Items gibt es bei aoeah.com. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen. In diesem zweiten Teil der Serie über meine Online-Charaktere stelle ich euch einen meiner ersten Chars in Diablo 2 Resurrected vor, und zwar meine Bogen-Amazone Hitgirl. Sie existiert seit der Preseason und ist primär auf PvP ausgelegt. Im PvE hat sie aber grundsätzlich auch keine Probleme. Ich habe sie aktuell auf Level 95, 4 fehlen ihr also noch. Um schneller voranzukommen, werde ich sie dafür allerdings wahrscheinlich temporär auf Java umskillen, aber schauen wir uns meinen absoluten Lieblingsbild der Vergangenheit einfach mal an. Bei den Statuspunkten fällt auf, dass sie ziemlich viel Stärke hat. Das liegt daran, dass sie in der Lage sein soll, zwei verschiedene Setups zu tragen. Der Skilltree sieht folgendermaßen aus. Da wir im zweiten Slot einen Spieß tragen, schalten wir im Java-Tree Stoß, Aufspießen und Blitzschlag frei. Für manche Situationen ist es gar praktisch, auch einen Punkt in blitzendes Unheil investiert zu haben, vor allem gegen Zoodruiden. Bei den Passivskills wurde jeder mit einem Punkt freigeschaltet, die drei Ausweichskills sowie kritischer Schlag und Durchschlagen habe ich weiter ausgebaut. Bei den Bogenfertigkeiten Lenkpfeil und Mehrfachschuss auf Maximum und Streuen mit einem Punkt freigeschaltet. Nun zu meinen beiden Setups. Beim ersten spiele ich einen großen Matronenbogen mit dem Runenwort Glaube. Hier muss die Fahne-Aura mindestens auf Level 13 rollen, sodass man mit 95% IAS auf die maximale Angriffsgeschwindigkeit von 7 Frames kommt. Das sind 3,12 Attacken pro Sekunde. Um die erforderlichen 95 IAS zu erreichen, brauchen wir 45 auf dem Helm. Ein dreifach gesockeltes Tiara mit Leben- oder Laufgeschwindigkeit bietet sich da also als Basis für 3 IAS ED-Juwelen an. Außerdem muss Katzenauge oder Zorn des Hohen Fürsten getragen werden. Damit sind wir schon mal bei 65 IAS. 20 bekommen wir durch ein paar Handschuhe, am besten wären hier plus 2 zu Passivskills, 20 IAS und Wegstoßung auf einem Roll, solche Exemplare habe ich leider noch nicht. Die fehlenden letzten 10% gibt uns der Gürtel Nosferatus Rolle. Die Rüstung ist selbstverständlich eine 40, um den Schaden zu erhöhen. Die Schuhe Gore Rider und dazu noch ein Rabenfrost und ein Leechring mit Geschick, Angriffswert und Resis. Oder gar ein zweiter Rabenfrost. Hier nehme ich auch oft spontan irgendeinen Ring aus meinem umfangreichen Sideboard. Zum Farmen zum Beispiel einen Dual Leecher. Im zweiten Slot sind ätherische Titans und ein Sturmschild aus meiner PvP-Kiste. In den Inventar kommen neben Torch und Annie primär Max AR Life Zauber. Für viele Situationen ist es aber auch wichtig, die Laufgeschwindigkeit erhöhen zu können. Ein paar kleine Zauber mit 3 Faster Run Walk und 3 Max Schaden fehlen mir leider noch. Die muss ich mir endlich mal besorgen. Mit diesem Setup kommt Hitgirl auf etwa 1100 bis 7000 Schaden mit Lenkpfeil und 700 bis 4600 mit Multishot. Im Wechselslot kommt sie auf 3,5k mit Jab, über 3k Blitzschlag und 5600 mit Aufspießen. Mit Jab hat sie über 13.000 Angriffswert, Aufspießen, Blitzschlag und Lenkpfeil haben keinen Hitcheck. Der Angriffswert bei Mehrfachschuss beträgt über 20.000 und wir sind etwa bei 1400 Leben. Der Vorteil bei diesem Bild ist der extrem hohe Maximalschaden auf Lenkpfeil. Wenn der rollt und dazu auch noch kritisch trifft, haut er ganz schön rein. Dank 50% auf Todesschlag und 66% auf Crit-Chance durch ihren Passivskill beträgt die Chance, den Schaden zu verdoppeln, insgesamt 83%. Das ist schon ziemlich hoch. Es gibt hier allerdings auch einige Nachteile. Der Mindestschaden ist ziemlich schwach, außerdem sehen die Resistenzen grundsätzlich ziemlich schlecht aus. Hier müssen also bei Bedarf mehrere Charms ausgetauscht werden, wodurch Schaden, Leben und Angriffswert etwas schwinden. Außerdem haben wir so auch keinerlei physischen Widerstand. Die Amazone ist jedoch ohnehin eine ziemliche Glaskanone. Wenn einen die Ausweichskills und Blockchance im Stich lassen, ist man schnell tot. Dieses Setup verwende ich vorrangig gegen Melee-Fighter, die mich one-hitten können, egal welches der beiden Setups ich trage. Und generell bei Matchups, die sich meist in sehr kurzer Zeit entscheiden, da versuche ich mein Glück auf den hohen Max-Schaden. Für das zweite Setup werden 3 Items ausgetauscht. Aus dem GMB wird ein Diamantbogen, so brauchen wir nur 70% IAS auf den Items und prinzipiell würde schon ein Min-Roll von Fanaura Level 12 ausreichen. Auf den Kopf kommt eine COA mit 2 IAS ED-Juwelen, so bekommen wir Resistenzen, physischen Widerstand und weitere nette Adds. Der Gurt wechselt zu Verdungos für mehr Leben und physischen Schutz. Insgesamt bekommen wir so auch plus 40% schnellere Treffererholung.
Während der Schaden im zweiten Slot annähernd unverändert bleibt, haben wir mit dem Bogen nun etwa 2300 bis 4700 Schaden auf Lenkpfeil und 1500 bis 3000 auf Mehrfachschuss. Während der Angriffswert sich kaum ändert, haben wir nur noch etwa 100 Lebenspunkte mehr. Bei diesem Setup haben wir bessere Basisresistenzen und auch bis zu 30% reduzierten Schaden im Bowslot. Falls wir mal erwischt werden und gerade nicht im Schildslot sind oder den Wechsel nicht schnell genug geschafft haben. Im Wechselslot übertreffen wir das Maximum von 50% und können somit dann auch einen Sturmschild mit einer anderen Sockelung benutzen. Ich werde mir da noch einen fertig machen. Ich spiele dieses Setup häufig gegen andere Amazonen und auch gegen verschiedene Caster, wo ich im Gurtslot lieber etwas anderes als den Nosferatu trage. Das zweite Setup ist nämlich wesentlich flexibler. Im ersten Setup sind viele Items fix, weil man sonst die 7 Frames Angriffsgeschwindigkeit aufgeben würde. Das zweite Setup zeichnet sich insgesamt also durch einen höheren Schutz, eine bessere Flexibilität, aber auch durch den wesentlich höheren Mindestschaden aus. Der Damage-Output ist somit etwas konstanter und einschätzbarer, auch wenn der Maximalschaden hier natürlich deutlich geringer ist. Das ist also meine Bogen-Amazone. Ich muss sie definitiv auch mal wieder öfters spielen. Seit ich so ein Paladin-Fan geworden bin, ist sie leider etwas in den Hintergrund gerückt. Dennoch wird sie immer in meinem Herzen sein, darum werde ich ihr nun als nächstes auch noch die erwähnten Items besorgen, die ihre Ausrüstung abschließend vervollständigen. Einen überarbeiteten Bowie-Guide werde ich wie versprochen auch noch einmal machen. Zurzeit stehen allerdings noch ein paar andere Projekte an. Und mein bisheriger Bower Guide ist eigentlich nach wie vor sehr nützlich. Auch wenn er vor dem D2R Release noch in der klassischen Grafik produziert wurde, passt das Wesentliche noch. Außer dass man heutzutage Multishot ausmaxt, weil es ja eine Synergie zum Lenkpfeil geworden ist. Die nächsten Tage sehe ich zu, dass ich noch den Speedrun Basis Guide fertig bekomme, sodass ihr den passend zum Ladderstart schauen könnt. Ich lasse noch ein paar Highlights der Bowie laufen. Für heute verabschiede ich mich. Macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Nein! Scheiße, nicht? Ja, alle, ich treff keinen.
Pfeile sitzen. Boah. Wer hat mich denn da getroffen, Alter? Meine Pfeile. Ich hab mich direkt vor deine Nase geportet, irgendwie. Das war nicht gut. Alter, von Fresse, ich bin hier so krass gestunt, Alter. Komm zu mir, stell dich einfach bei mir hin, wo ich die Musik habe. Kommt schon, folgt mir.